Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlo mit einem BMZ zum Thema radikale Klassenänderungen. Und dort der Frage, was hältst du davon, dass Blizzard Specs nimmt und diese im Vergleich zur vorherigen Expansion komplett auf den Kopf stellt? Jede Expansion hat zwar sehr große Spec-Änderungen zur Folge, aber letztlich gibt es nicht Sachen, wie dass eine Ranged-Klasse auf einmal einen Melee-Spec bekommen hat. Okay, das ist eine Frage, die relativ einfach klingt, aber wo ich glaube, meine Antwort ein bisschen komplexer zu ausfallen wird. Grundsätzlich finde ich es völlig in Ordnung, wenn Blizzard Specs überarbeitet, auch wenn sie komplett überarbeitet und was ganz anderes daraus macht. So, grundsätzlich mal. Habe ich erstmal nichts gegen. Niemand von uns hat sich irgendwie verdient, dass die eigene Spec, so wie jetzt gerade ist, unangetastet bleibt. Und es gibt manchmal auch gute Gründe dafür, warum Specs geändert werden können. Ein guter Grund ist, dass niemand die Specs so richtig spielen will. Ein weiterer Grund könnte sein, dass eine Spec schlecht zu balancen ist oder sich extrem wenig unterscheidet von anderen Specs, vor allen Dingen von anderen Specs der gleichen Klasse. Wir haben allerdings zwei spezielle Fälle im Moment in dieser Expansion gehabt. Und das eine ist der Survival-Jäger. Und das zweite ist der District Priest. Fangen wir erstmal mit dem Survival-Jäger an. Ich denke, das Grundproblem, warum Survival als Range-Spec weggefallen ist, war, dass Blizzard sich überlegt hat, wir möchten, dass Specs einzigartig sind. Und wir haben einmal den Jäger als Fernkämpfer mit Pet. Wir haben ihn einmal als Fernkämpfer ohne Pet. Was genau soll jetzt der Survival-Jäger sein? Meiner Meinung nach wäre die beste Lösung gewesen, ein bisschen was von den, von den Tugenden zu nehmen, die Survival vorher auch hatte, aber auch von den Schwächen zu nehmen, die Survival vorher auch hatte. Survival war eine stark Dot-basierte Klasse. Survival hat sich durch Fallen, zumindest in der Vergangenheit, ausgezeichnet. Survival hatte keinen Burst und Survival hatte keinen Execute. So, das war zumindest der letzte Stand von Survival, den ich kenne und den ich auch selber mal zumindest mal angespielt habe. Ich glaube, das alleine hätte ausgereicht, um einzigartig genug zu sein. Blizzard hat sich stattdessen überlegt, das reicht uns nicht aus. Wir nehmen sowas, was so ein bisschen auch schon in früheren Varianten vom Survival-Jäger vorkam. Survival-Jäger hatte früher halt auch einige Nahkampffähigkeiten. Und machen einfach einen Nahkämpfer draus, weil ist ja mal was anderes. Das wäre an sich ganz okay, hätte WoW nicht seit Ewigkeiten das Problem, dass wir immer nur Nahkampfklassen dazu bekommen haben. Also in jeder Expansion ist nie ein Ranged dazu gekommen, nie eine Ranged Spec. Und wenn Specs dazu gekommen sind, dann entweder Tank oder Heiler, okay, oder eben Nahkämpfer. Und dann muss man sagen, ja gut, Tank ist ja quasi auch Nahkämpfer, wobei man es trennen kann, wenn man denn möchte. Es wird aber nicht in der Nahkämpferrolle eingesetzt. So. Das nicht deshalb, weil Nahkämpfer per se im Nachteil wäre oder es extrem kacke wäre. Er bringt halt nur auch nicht so viel mit, dass man viele davon brauchen würde. Und wann immer du einen Raid aufbaust, wo du eine relativ feste Menge an Tanks hast, meistens zwei, in einem Mythic Raid meistens vier Heiler, immer plus minus X, je nachdem, was der Encounter fordert, und der Rest halt DDs sind, möchtest du fast immer für die meisten Mechaniken einen relativ guten Mix haben aus Nah- und Fernkampf. Wenn du mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Nahkämpfer reinbringst, heißt es das auch, dass mehr und mehr und mehr und mehr Nahkämpfer sich mit denselben an oder mit den anderen um die Plätze prügeln müssen. Ich meine, wir können ignorieren, dass es von den Spielern einfach auch überhaupt nicht angenommen wurde, ne? Und dass niemand das so recht gespielt hat. Und man natürlich vieles hätte ändern können aus Blizzard-Sicht, wenn man einfach die Specs so overpowered gemacht hätte, dass die Leute dann gesagt hätten, naja gut, wenn es so stark ist, dann spielen wir das halt alle. Was nicht passiert ist. Ich weiß nicht, wie es zwischendurch im Balancing darstellt, aber zumindest nicht so, dass die Leute... Ich habe nie jemanden sagen können, oh mein Gott, wir brauchen einen Survival-Hunter. Im Gegenteil, ich glaube, der ein oder andere... Jäger wird das Problem gehabt haben, einer der wenigen, die diese Specs gespielt haben, dass er in eine Gruppe kommt und die denken, sie hätten sich einen Fernkämpfer eingeladen und er dann sagt, oh, ich bin aber Survival. Und sie dann sagen, oh, ja, schade auch.
Und ich glaube, das war das Grundproblem. Blizzard hat jetzt gesagt, ja, wir wollen dieses Spec nochmal komplett überarbeiten. Vielleicht hilft das. Vielleicht reicht es aus, dass auch ungeachtet der Tatsache, dass diese Grundthematik und dieses Grundproblem weiterhin besteht, dass kein Mensch im Speziellen mehr Nahkämpfer braucht und schon gar nicht eine Fernkampfklasse rauszunehmen. Eine von den wenigen, die es gibt, von denen es nie mehr geworden sind, auch noch weniger zu machen. Vielleicht gelingt es ihnen, irgendwas so Tolles daraus zu machen, dass in der nächsten Expansion alle sagen, oh wow, ich möchte aber Survival-Jäger spielen. Ich, ehrlich gesagt, zweifle ein bisschen daran. Und ich glaube auch, dass die alternative Lösung, nämlich eine Fernkampfklasse zu machen, die vor allen Dingen auf den Elementen Fallen und Dot-Schaden basiert, ich glaube, das hätte ganz gut funktionieren können. Wobei ich sagen muss, dann hätten die Fallen aber nicht so sein dürfen wie bisher. Also dieses Bodenzielgewerfe und am besten dann noch mit einem Effekt, der dort bleibt und nicht mitwandert, ist nicht so super mega genial. Mir geht's als Paladin schon genügend auf den Nerv, dass ich so eine ähnliche Mechanik habe. Und sobald der Boss gezogen werden muss, er nicht mehr in meiner Weihe drin steht. Also das hätte schon ein bisschen Überarbeitung gebraucht. Aber warum nicht sagen, wir nehmen uns dieses Fallenkonzept, überarbeiten das mal ganz extrem und bauen darauf unseren Jäger auf. So, und jetzt kommen wir zum Teil, der mich persönlich viel mehr betrifft, weil er zum einen auch zeigt, dass mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird manchmal und zum zweiten für mich eine sehr coole Spec rausgenommen hat, und das ist der Disci-Priest. Disci-Priest hat immer Absorb-basiert geheilt und man kann es eigentlich auf einen Spell zusammenfassen, der extrem... Also der Signaturspell vom Disziplinpriester war, und das war Power Word Shield, Machtwort Schild. Das hat seit langer, langer Zeit immer das ein oder andere Problem mit sich gebracht. Grundsätzlich ist es so, und das war immer ganz lustig, dass man früher mit Spielern diskutieren musste, kennt ihr vielleicht auch noch, wenn ihr Disci gespielt habt, und euch jemand gesagt hat, ja, Power Word Shield, das ist ja nur Absorbed, das ist ja keine echte Heilung, ne? Dann brauchst du ja trotzdem im Raid noch echte Heiler, die HP-Balken voll machen. Und du machst ja nur Absorb. Es gab lange Zeit, selbst in Recount und in ähnlichen Tools, noch nicht mal eine Messung von Absorb. Also Raidleiter standen da und sagten dir als Disci-Priest, du hast ja gar keinen HPS gemacht, du hast ja gar nicht geheilt. Und man musste sich Plugin runterladen für Recount, damit Heal und Absorb dort angezeigt wurden. Und plötzlich ist ihnen alle die Kinnlade runtergefallen. Das größte Problem von Absorb ist erstmal, dass es die stärkste Form der Heilung ist. Das ist, glaube ich, unbestritten, wenn man nicht gerade so die Oldschool-Raidleiter hat, die noch nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. Es ist die stärkste Form der Heilung. Das bringt mit sich, dass es eigentlich so gebalanced sein muss, dass es von allen Heilungen den niedrigsten Throughput hat, also den niedrigsten Durchsatz. Sowohl pro Zeit als auch eigentlich pro Mana haben muss. Ne, wenn ich die von Grund auf uneingeschränkt stärkste Form der Heilung habe, darf die nicht auch noch stärker im HPS performen oder im HPM performen oder in beidem als andere Arten der Heilung, denn dann mache ich die anderen Arten der Heilung zu einem Großteil obsolet. Vielleicht nicht, wenn es nur zwei Heiler gibt und man tatsächlich sagen muss, die Spieler haben recht, wenn sie sagen, irgendwer muss die HP-Balken auch voll machen. Okay, bei zwei Heilern nicht, da ist das vielleicht noch was anderes. Aber wenn man vier Heiler haben kann in einem Raid, dann sind genügend Heiler da, um die HP-Balken voll zu machen. Das größte Problem, was Disci über Jahre hatte, war, dass die Skalierung abartig war. Und ich habe es lange gespielt und ich bin ein absoluter Theory-Crafter und Number-Cruncher. Also jemand, der mit Zahlen gerne rumspielt. Und daran hat Powered Shield, zumindest mal seit Ende WOTLK bis Ende Draenor gekrankt. Das Tuning der Zahlen war unglaublich schlecht. Powered Shield hat so unglaublich gut skaliert mit besser werdendem Gear, dass es der beste Single-Target-Heal war und der beste AE-Heal. Es war quasi in allen Situationen das Beste, was du benutzen konntest. Ja, du hast irgendwie noch, je nach Set-Bonus, hast du halt noch Penance benutzt und teilweise hast du auch noch Prayer of Healing benutzt, aber die Skalierung von Power Word Shield war lange Zeit
absolut OP und eines der großen Probleme war lange Zeit Mastery, also Meisterschaft. Meisterschaft, die einfach glatt Absorb-Werte erhöht hat. Und damit hast du einen Spell, der ohnehin schon unglaublich stark war, auch noch am besten skalieren lassen, sodass noch weniger aus dem Arsenal übrig blieb. Dazu kommt natürlich noch eine ganz andere Schwierigkeit, nämlich dass Leute sich Heal-Meter angucken. Und in Heal-Meter ist immer Absorb vor jeder anderen Art der Heilung. In der Theorie könntest du eine Situation erzeugen, in der kein anderer Heiler was heilen kann, weil jeder Schaden, bevor er geheilt werden kann, absorbiert wurde von einem Absorb. Und das sorgt noch viel mehr dazu, als dass es eigentlich, unabhängig davon, wie stark die Spec ist, sie einem in Content, den man outgeared, immer noch wesentlich stärker vorkommt. Weil das Outgearen x-mal mehr den Absorb von einem Heiler betrifft und in dem Fall halt hauptsächlich den Disciplist, als die anderen Arten der Heilung. So. Das ist eine sehr, sehr lange Erklärung gewesen, was das Grundproblem des Disciplists war. Dass er A, eine Form der Heilung hatte, die die beste Heilung ist, die es gibt. Und B, die unglaublich gut skaliert. An ersterem kann man nichts ändern und ich finde, es ist grundsätzlich trotzdem eine super Mechanik, die im Spiel hätte bleiben sollen. Weil es endlich mal eine einzigartige Mechanik war. Wir tun uns so schwer, Sachen zu finden, die wirklich einzigartig im Spiel sind und die ein bisschen anders funktionieren als andere. Und bei mir sind es Sachen, die mir besonders viel Spaß machen. Ich erwähne das immer wieder, wenn ich darüber rede, was mir an Mechaniken gefällt, dass es Dinge sind, die eben nicht eine Kopie von irgendwas anderem sind, sondern etwas, was es so sonst nicht gibt. Von daher bin ich ein riesengroßer Freund von eben Powered Shield. Es muss nicht unbedingt andere Absorb-Heals geben, sowas wie Clarity of Will oder Spirit Shell oder was es noch gab, aber zumindest der Signatur-Spell, Power Word Shield. Man hätte immer so an den Zahlen drehen können, dass einfach der Throughput, also der reine Durchsatz, nicht stark genug ist, um dir damit schon mal einen Raid-Platz zu garantieren. Denn so war es ja. Das war so stark, dass im Prinzip jeder Raid aufgebaut wurde nach: Wir haben einen Disci plus und dann je nachdem, wo wir gerade und in welcher Expansion wir gerade waren, waren die Antworten ein bisschen unterschiedlich. Fast immer wollte man einen Disci haben und einen Holy Paladin und sehr oft wollte man auch noch einen Druiden dazu haben und dann wird die Luft schon so ein bisschen dünn, was man überhaupt noch an Heilerplätzen übrig hat. Das hat sich zum Teil je nach Expansion ein bisschen geändert. Eine Zeit lang waren auch Shammies sehr beliebt. Die Shammie-Meisterschaft ist auch eine sehr gute. Aber nicht zu vergleichen mit dem, was beim Disci der Fall war. Ich glaube, es wäre gut möglich gewesen, die Identität Disci zu behalten, das Einzigartige zu behalten und die Spec trotzdem gut zu machen und balancen zu können, weil es im Endeffekt nichts anderes vonnöten gewesen wäre, als an Zahlen zu drehen. Nichts mehr mit speziell Heal, mit speziell Absorb skalieren zu lassen, also mit ausschließlich Absorb. Wobei ich glaube, das war in der letzten Variante der Meisterschaft schon so. Und zu gucken, dass ich zu jeder Zeit weiß, wie viel absorbiert mein Powered Shield gerade, wie viel HPS und wie viel HPM ist das. Und es darf halt nie eine Situation erzeugt werden, in denen das dieselben Werte erzielt wie AOE-Heals von anderen Klassen. Dann hat man sich dazu entschieden, daraus eine Damage-basierte Heal-Spec zu machen. Was auch grundsätzlich nichts Verkehrtes ist, ich finde nur die Art und Weise, wie das im Moment zu spielen ist, sehr unhandlich. Also du musst zum Beispiel schon mal einen Dot auf ein Ziel bringen, was es sehr, sehr unterschiedlich stark macht, wie deine Heilung ist, je nachdem, wie schnell deine Ziele sterben. Und dein Dot vor allen Dingen, also dein Dot, also dein Damage Overtime wird ja zu einem Heal Overtime durch Atonement, killt, wenn das Ziel stirbt. Das ist schon sowas, was ich so ganz grenzwertig finde. Es sollte halt für mich nicht so sein, dass wenn man irgendwelche Ads hat und denen einen Spell verteilt, der eigentlich dazu da ist, die Gruppe zu heilen, dass der plötzlich weg ist, wenn das Edge stirbt und man auf ein anderes Ziel wechselt. Aber okay, das ist nur eine Kleinigkeit. Ich finde allgemein diese Gesamtmechanik viel zu unhandlich. Also der Aufwand ist viel zu groß für den Nutzen, den man erzielt. Andere Specs suchen sich ihr Ziel aus, was sie heilen wollen und heilen das. Punkt. Als Disci-Priest suchst du dir ein Ziel aus, auf das du Damage machen willst,
überlegst dir dann, ob du es zudottest oder nicht oder ob du nur deine normale Damage-Rotation machst, suchst dir dann ein Ziel aus, das in Zukunft geheilt werden soll, musst das mit mal mindestens einem Global Cooldown, wenn mich nicht alles täuscht zumindest, markieren und ab da kannst du anfangen, so denn dein Damage-Ziel, dein DPS-Ziel noch lebt, Schaden darauf zu machen und das Ziel, was du heilen möchtest, zu heilen. Die Art und Weise, wie das Spiel funktioniert und wie oft und wie schnell Heilung gebraucht wird, bedeutet, dass man eigentlich nur noch damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, welche Boss-Cooldowns kommen, könnte ich Out of Combat kommen, bitte? Welche Boss-Cooldowns kommen in Kürze und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Das war früher auch zu einem Teil schon so, das ist natürlich immer ein bisschen so, wenn es starke Absorbs gibt, dass man darauf achten muss. Das Problem ist aber noch viel stärker geworden. Man spielt DBM-Balken zusammen mit seinen Mechaniken. Also man guckt auf Cooldown-Balken zusammen mit seinen Mechaniken, die dann auch noch unhandlicher sind als die von allen anderen Klassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in naher Zukunft, sofern es nicht einfach vom HPS-Wert her alles andere outperformt, eine Spec ist, die man unbedingt haben will. Jetzt kommt das Argument, ja, aber er macht ja Damage, während er heilt. Ja, macht er, aber dafür beschissenen Damage. Also die anderen Specs machen genauso viel, wenn nicht mehr Damage, wie der Disciplist, und das müssen sie ja auch, denn ansonsten wäre es halt kaum noch eine Frage, wenn Disci heilen würde und währenddessen mehr Damage als die anderen Heiler und das noch signifikant mehr, am besten noch so nah an einem Damage-Dealer, wie die Tanks zum Beispiel an Damage-Dealern sind, dann wäre es ja auch wiederum overpowered. Ich fand die Spielweise vom Disci, und das habe ich gestern schon gesagt, in Mists of Pandaria eine Zeit lang zumindest sehr interessant, wo die Heilung, die über Schaden kam, Smart Heal war. Die hat keinen extrem hohen Durchsatz gehabt, die war relativ effizient, was das Heilung pro Mana betrifft, und man hätte sie auch durchaus mit dem ein oder anderen Offensiv-Cooldown vielleicht noch zusammenpacken können. Und die Rotation war damals, bestand sie aus Holy Fire, Penance und Smite, also drei Rotationsspells, ist auch nicht ultra wenig. Ob da noch ein vierter dazu müsste, weiß ich nicht. Ob man das vielleicht eher mit Cooldowns hätte lösen können. Und es gab halt diese Erzengel, diese Archangel-Mechanik, die man nutzen konnte als Cooldown, sodass man immer wieder mal in Damage-Phasen oder also als Heiler in DPS-Phasen, sprich in Phasen wenig zu heilen, ist immer wieder mal gut daran getan hat, zu heilen und also um nicht zu heilen, Damage zu machen und damit zu heilen, um sich diesen Buff aufzubauen. Ich glaube, das hätte insgesamt als Mechanik ausgereicht, um daraus einen interessanten Disciplist zu machen und nicht auf Teufel komm raus so unglaublich unhandlich, wie die Spielweise jetzt ist. Und das ist, glaube ich, einfach das größte Problem. Die Idee an sich ist total cool. Also da habe ich auch nichts gegen. Dass man Power with Shield wegnimmt, ist etwas, was ich schade finde. Also nicht wegnimmt, aber nahezu nutzlos macht. Naja, okay. Also so krass verändert hat, finde ich auch schade. Aber auch selbst damit wäre ich vielleicht noch bereit gewesen zu leben. Aber eine ehemals schöne Heilmechanik in sowas Unhandliches umzuformen, war das, was mir persönlich nicht gefallen hat. Ich habe es mir kurzzeitig angeguckt. Ich konnte damit heilen, ohne Frage, aber es hat weder besonders Spaß gemacht, noch hat es sich so, im Englischen sagt man rewarding, ne, belohnend angefühlt. Man rotiert halt wie beknackt und heilt genauso viel oder ein bisschen weniger als normale, ohne gute reaktive Tools zu haben. Das kommt halt auch nochmal dazu. Die meisten Heiler haben sogenannte Oh-Shit-Buttons, sowohl Single-Target als auch in AE-Situationen. Der Disci hat da nichts Gutes. Nichts, was er wirklich reaktiv benutzen kann, wenn irgendwo mal, keine Ahnung was, einmal Soaken nicht geklappt hat oder so und Schaden durchgekommen ist. Da hast du als Disci halt auch nicht so die genialen Tools, um das auszubügeln. Das ist auch wieder so wichtig eigentlich in Raid- und auch Gruppensituationen. Ja, also, sorry, es ist insgesamt viel, viel länger geworden, dieses Video, als es eigentlich vielleicht werden sollte und als ich eigentlich darüber reden wollte. Aber es sind Themen, die mich auch schon so ein bisschen, wie ihr merkt, beschäftigt und auch ein Stück weit gestört haben. Ich hoffe, dass Blizzard aus den beiden Fällen was gelernt hat, nämlich dass das, was sie sich da als Design ausgedacht haben, aus vielen, vielen Gründen von den Spielern eben nicht so uneingeschränkt angenommen wurde oder vielleicht, man kann sogar sagen, nicht angenommen wurde.
und arbeitet da weiter dran. Ich bin davon überzeugt, dass sie in der Lage sind, sehr, sehr gute Sachen zu machen. Das sind gute Game Designer. Es ist auch okay, dass sie Sachen ausprobieren. In den Fällen, in den beiden Fällen, die ich genannt habe, hat es aus meiner Sicht nicht so prickelnd funktioniert. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Bardo.